Früher waren Handys im Unterricht verboten. Heute werden sie dort ganz bewusst eingesetzt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Weltpolitik und dafür habe ich ein Kahoot für die heutige Stunde vorbereitet. Kahoot ist ein interaktives Quiz für die ganze Klasse. Die Fragen werden von der Lehrkraft erstellt und mit einem Beamer an der Wand präsentiert. Die Schüler wählen über ihr Smartphone aus 4 Antwortmöglichkeiten aus und bekommen für die richtigen Antworten Punkte. Ich nutze Smartphones immer dann, wenn es hilfreich ist, zum Beispiel, wenn etwas recherchiert werden muss. Oder wenn es eine Methode gibt, wie zum Beispiel Kahoot, was wir gesehen haben, die das Unterrichtsgeschehen ein bisschen auflockert und vielleicht auch ein bisschen motivierender wirkt für die Schüler. Auch den Schülerinnen und Schülern macht die Arbeit mit dem Smartphone sichtlich Spaß. Also mir gefällt daran, dass es nicht so langweilig ist, weil wir dadurch Abwechslung haben im Unterricht und nicht immer nur in den Büchern lesen müssen und Arbeitsblättern. Smartphones werden hier auch zur Bewertung des Unterrichts genutzt. Die Schüler füllen dabei in einer App einen Fragebogen aus und bewerten so den Unterricht ihres Lehrers. Die Ergebnisse werden dann gemeinsam gesprochen. Natürlich spricht überhaupt nichts dagegen, das auf Papier zu machen. Das geht genauso schnell zu machen und dann hat man aber die Auswertung vor sich. Und dann muss man das halt alles ganz genau übertragen und auswerten und hier bietet mir die Internetplattform das gleich. Bei mir im Unterricht ist das Smartphone was Besonderes. Das heißt, es ist wichtig, dass ich das nicht jede Stunde, nicht durchgängig einsetze, sondern immer nur dann, wenn es sinnvoll ist und wenn es gebraucht wird und wenn es den Unterricht unterstützt. In der Pause bleibt aber alles beim Alten. Das Smartphone bleibt natürlich in der Tasche.